Angreifer Sandro Wagner hat Bundestrainer Joachim Löw dafür gedankt, ihn zum Nationalspieler gemacht zu haben. Trotz der Nicht-Nominierung für die WM 2018 in Russland hegt der Stürmer vom FC Bayern München keinen Groll. Er lebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Was ich bei meinem Rücktritt damals leider nicht gut kommuniziert habe, ist, dass ich Jogi Löw immer sehr dankbar sein werde, dass er mich überhaupt zum Nationalspieler gemacht hat, sagte Wagner im Gespräch mit der Sportbild. Der Stürmer war nach mehreren Treffern in der Bundesliga für die DFB 11 nominiert worden, schaffte es allerdings nicht ins Aufgebot für die WM. Anschließend erklärte er seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft. Nach WM-Nicht-Nominierung, Sandro Wagner freute sich über Unterstützung während des Turniers, hätten sich bei Wagner einige Personen gemeldet, die sich eine Nominierung des 30-Jährigen gewünscht hätten. Das hat mich natürlich sehr gefreut und auch ein bisschen bestätigt, dass ich nicht allzu viel falsch gemacht habe in den letzten Jahren, sagte Wagner. Er beobachtete die WM aus der Distanz und hat dabei eine wichtige Lehre aus der kroatischen Nationalmannschaft gezogen. Wenn wir über die ganze Saison hinweg eine ähnliche Einstellung an den Tag legen können, werden wir eine sehr gute Runde spielen. Mehr zu Sandro Wagner und der deutschen Nationalmannschaft.